How do we know Jesus? Wie kennen wir Jesus? It's not just information about Jesus. Denn wir reden hier nicht von nur Information über Jesus. This is beautiful. Das ist schön. It's not just revelation about Jesus. Es ist nicht nur die Offenbarung über Jesus. This is super, super, super important. Also das ist oberst wichtig. But I just want to give you a small secret. Doch ich möchte euch nur ein kleines Geheimnis mitteilen. That will help you daily to live your purpose. Also was dir und mir hilft, tagtäglich unseren Zweck zu erfüllen. Which is to know Jesus. Nämlich Jesus zu kennen. Psalm 46. Bitte Psalm 46 mit mir aufschlagen. Psalm 46. Psalm 46. The verse number 10. Psalm 46, wir schauen uns Vers 10 an, bitte. Psalm 46, the verse number 10. Maybe it's 11 in German. Also Psalm 46 in der deutschen Bibel ist es Vers 11. The Bible says, be still and know that I am God. Hier heißt es, lasst ab, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Amen. Amen. Hallelujah. Aber Vater. He says, I will be exalted. Ich werde erhöht sein. Among the heathen. Unter den Nationen. I will be exalted. Ich werde erhöht sein. In the earth. Auf der Erde. And so the reason is this. Also der Grund ist folgendes. That if we are still, wenn wir ablassen, wenn wir still sind, we will know that he is God. Dann erkennen wir, dass er Gott ist. And so how do we know our purpose? Also wie erkennen wir unseren Zweck? How do we know Jesus? Wie erkennen wir Jesus? Be still. Sei still. Stillness. Ja, Stille. Is the power. Ist die Kraft. That we need. Every day, every moment, die wir jeden Tag und jeden Augenblick benötigen, to live in our purpose, nämlich in unseren Zweck zu leben. Now this is a secret I just want to leave with us. Also das ist ein Geheimnis, die ich uns nur mitteilen möchte. Because nobody can give that to you. Denn niemand kann dir Stille schenken. You must practice it. Du musst Stille ausüben. If you want to know where the treasures are, wenn du erkennen möchtest, wo die Schätze sich befinden. You want to know where your joy relies. Du möchtest deine Freude entdecken. Learn to be still. Lerne still zu sein. Stillness simply means. Stille bedeutet. You're coming out of the happenings of life. Ja, also da finde ich die deutsche Anwendung sehr gut. Also ablassen bedeutet, man lässt und zwar all die Geschehnisse des Lebens ab. Amen. Amen. Because under the heavens, denn unter dem Himmel, is activities. Gibt es Aktivitäten? Is movement. Gibt es Bewegungen? There are events happening. Ja, Ereignisse geschehen. And all these things are transient. Und all diese Dinge sind nur kurzzeitig, vergänglich. And so for you to know Christ, damit du Christus kennst, you must withdraw from that. Musst du dich von diesen Dingen ablassen. So every day, jeden Tag, every day, jeden Tag, tagtäglich, you must practice stillness. Tag ein, Tag aus, übst du Stille ablassen aus. When you do that, wenn du das tust, you will be amazed how your success will be speedy. You will be amazed how things will be revealed to you. You will be amazed how God will connect you to places that you need to be connected to, people you need to be connected. You will be amazed how everything works together for your good. Why? Because you have come to fulfill that which Jesus said, that it is when you gain your soul that you will gain the world, because the world is in your soul, and your soul is found in the place of stillness. That is what we call the I am-ness of man. When you come to that place, I tell you, you will understand everything from the perspective of Christ. Amen. Von hinten angefangen, wenn du zu diesem Punkt des Ablassens, des Loslassens, der Stille kommst, dann verstehst du und zwar den Zweck
von allen Dingen aus Christus. Wenn du zu diesem Punkt der Stille kommst, was geschieht? Dann gewinnst du, und zwar Beziehungen. Du gewinnst das, was normalerweise oder üblicherweise, nämlich die Menschen sind am Ringen und am Kämpfen, wo die Menschen sind am Kämpfen und zu bekommen. Das gewinnst du. Du gewinnst Freunde, du gewinnst Beziehungen. Und wozu das alles? Weil du genau das erfüllst, was Jesus in Matthäus ausgesprochen hat, nämlich in der Gewinnung deiner Seele gewinnst du der ganzen Welt. Denn da ist es wichtig zu erkennen, durch die Stille gewinnst du deiner Seele. Und was ist in deiner Seele? Die ganze Welt. Es ist auch wichtig zu begreifen, dass indem du deine Seele gewinnst, du bist in der Lage, nämlich den Zweck, der Grund, warum du auf Erden bist, nämlich Christus zu kennen, auch zu erfüllen. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is what the church needs to learn. Aber genau das ist das, was die Gemeinde zu lernen braucht. Because the church has lost it. Denn die Gemeinde hat das hier verloren. We thank God for the movement, the charismatic movement. Doch wir danken dem Herrn für die charismatische Bewegung. But God never wanted us to live there to tabernacle in that glorious event. Doch Gott wollte niemals, dass wir in diesem Ereignis der charismatischen Bewegung leben. Amen. Amen. He wanted us to experience it. Er möchte, dass wir sie erleben. You see, what happened in Azusa Street in the 1900s. Also das, was in den 1900 oder 1800 geschah, und zwar in Azusa Street in Kalifornien. But we forgot that power lies in stillness, in silence. Doch wir haben vergessen, dass Kraft befindet sich nicht in Ereignis, sondern in der Stille. Glory be to God. Ehre sei Gott. So God is bringing his church back. Also Gott führt seine Gemeinde zurück. That we may know him. Damit wir ihn kennen. In that place of stillness. An diesem Ort der Stille. That is where our purpose lies. Aber genau dort liegt unser Zweck. Amen. Amen. You want to know about your marriage? Du möchtest deine Ehe kennen? Be still. Sei still. You will hear his voice. Dann hörst du seine Stimme. You want to know about your business? Du möchtest Bescheid wissen über dein Geschäft. The purpose of your business? Ja, und zwar den Zweck deines Geschäfts. When you are still, wenn du ablässt, you will hear his still small voice. Dann hörst du seine stille kleine Stimme. Amen. Amen. So the place of stillness. Also dieser Ort der Stille is a place of purpose. Ist der Ort des Zwecks. Let's look at the last verse here in Habakkuk 2, the verse 20. Habakkuk schauen wir uns an, und zwar Habakkuk 2 Vers 20. Habakkuk 2, the verse 20. Habakkuk 2, Vers 20, bitte aufschlagen. It says, but the Lord is in his holy temple. Der Herr aber ist in seinem heiligen Palast. The Lord is in his holy temple. Der Herr aber ist in seinem heiligen Palast. Let all the earth keep silent before him. Die ganze Erde schweige vor ihm. Halleluja. Amen. The Lord is in his holy temple. Der Herr ist in seinem heiligen Palast. You are the temple of God. Und dieses Palast bist du. And let all the earth die ganze be silent. Erde soll vor ihm still sein. Everything that is earthly. Alles, was irdisch ist. Everything. Alles. Let it be silent before him. Soll vor ihm still sein. Glory be to God. Ehre sei Gott. And when that happens, und wenn das geschieht, then he begins to download our reason for existence at that particular moment. Dann fängt er an, nämlich runterzuladen zu diesem Augenblick der Stille alles, was unser Zweck angeht für uns. Amen. Amen. The regie, the technique, please, is Habakkuk 2:20. Hallelujah. Habakkuk 2:20. Not 31. Thank you. Hallelujah. Amen. It's very important. Das ist sehr wichtig. Because when we come to that place of stillness, denn wenn wir zu diesem Punkt der Stille hinkommen, then God begins to show to us that which is already ours. Denn Gott fängt nun an, uns zu zeigen, was uns schon in Christus gehört. So to everything. Also für alles. There is a season. Gibt es eine Stunde. This is your season.
Aber das ist deine Stunde. Amen. Amen. This is your time. Das ist deine Zeit. The time to favor you has come. Und zwar die Zeit, dich zu begünstigen, ist angekommen. Because God has placed everything that you are pursuing in your heart. Denn alles, wonach du dich sehnst, wonach du jagst, hat Gott schon in deinem Herzen gestellt. But God wants you to know Him. Doch Gott möchte, dass du ihn kennst. Beyond information. Und zwar weit über die Infos. Beyond revelation. Weit über die Offenbarungen. He wants you to know him in the realm of stillness. Er möchte, dass du ihn in diesem Bereich der Stille kennst. Can you cease from pursuing? Kannst du aufhören, und zwar nach etwas zu jagen? And dwell in that which is. Und einfach bleiben in dem, was schon ist. Because everything you're pursuing means that it is not constant. Denn alles, wonach du erziehst, heißt, dass wonach du erziehst, ist nicht konstant. Also sprich, es ist nicht beständig. But it is only God that is. Doch Gott ist der Einzige, der ist. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus.